Heute machen wir eine vegane Spaghetti Bolognese. Dazu brauchen wir Spaghetti, passierte Tomaten, Wasser, ein Suppengrün, eine Knoblauchzehe, einen Suppenwürfel, Dattelzucker, Walnüsse, Rotwein, Sojamilch, italienische Kräuter, Sojasauce und Hefeflocken. Als erstes beginnen wir die Pasta zu kochen. Währenddessen schneiden wir das Suppengrün in grobe Stücke und geben das Suppengrün zusammen mit der Knoblauchzehe, dem Suppenwürfel, dem Dattelzucker, den passierten Tomaten und dem Wasser in einen Mixer und mixen etwas durch. Dabei können ruhig noch einige Gemüsestücke vorhanden sein. Nun geben wir die Walnüsse dazu und mixen nochmal 5 Sekunden durch. Als nächstes leeren wir die Soße in einen Topf, geben noch den Rotwein, die Sojamilch und die italienischen Kräuter dazu. Und lassen das Ganze etwa 30 Minuten auf niedriger Temperatur köcheln. Zum Schluss rühren wir noch die Sojasauce und die Hefeflocken unter. Und wir sind fertig! Hallo, wenn dir unsere Videos gefallen, abonnier uns und klick auf die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Wir posten jeden Freitag ein neues Rezept.